Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute will ich dich ein bisschen einfach mal mitnehmen, wie mein Tag heute vielleicht nicht ganz so gut war, weil ich einfach komplett müde bin und irgendwie gerade voll überarbeitet. Aber ich will dir einfach so ein paar kleine Dinge zeigen, die man machen kann, damit der nächste Tag besser wird. Und ich hoffe, du kannst das aus dem Video mitnehmen. Ich werde euch wahrscheinlich auch noch morgen früh ein bisschen mitnehmen und will euch einfach zeigen, wie man so wieder zu sich findet, wenn man irgendwie halt so nicht einen guten Tag hat oder irgendwie da so ein bisschen draußen war, weil gerade halt viel Stress war und was mir da immer so hilft, und will das in dem Video mit dir teilen. Falls du noch was hast, was dir da immer hilft, schreib das immer gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Video. Und wenn es dir gefällt, darfst du mir gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo da lassen. Also, wir haben jetzt Freitag, den 17.12. Ich bin gleich noch auf einem 18. eingeladen, wo ich auch noch hingehen werde. Wir haben jetzt, ich glaube, kurz vor sieben, viertel vor sieben. Ich hatte heute bis um 15 Uhr Schule, habe danach erstmal gekocht für mich. Das hätte ich auch noch mit aufnehmen können, aber ich hatte zu großen Hunger. Das ist zum Beispiel was, was ich super gerne dann mache, wenn ich nicht so in meinem Mut bin. Jetzt habe ich gerade erstmal TikToks aufgenommen. Also im Prinzip einfach was machen, worauf ich Lust habe. Und gerade habe ich irgendwie die letzten Tage TikTok voll für mich entdeckt und bin da ziemlich aktiv. Also ihr könnt mir da gerne mal folgen. Ich schreibe euch meinen Namen hier unten hin. Und jetzt werde ich mal kurz meine To-Do-Liste sortieren fürs Wochenende, damit ich gerade für morgen vorbereitet bin, weil morgen ein sehr produktiver Tag werden soll, weil ich den Samstag einfach super gut nutzen kann und ich im Moment sehr viel erledigen muss. Deswegen bin ich auch recht gestresst und ein bisschen überfordert und war heute überhaupt nicht in meiner Energie, aber so gar nicht. Und ich war am Anfang der Klausurenphase da so krass drin, was mich irgendwie voll stolz gemacht hat, weil ich das endlich shiften konnte. Das habe ich euch auf Insta schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist halt nicht immer so und es ist auch normal, dass man eine andere Phase hat, gerade wenn man das neu geschiftet hat für sich, dass man doch wieder so ein bisschen in diesem, oh, hoffentlich waren die Noten gut genug, hoffentlich habe ich das gut genug gemacht und ich muss doch das gut hinbekommen und das. Das ist normal, dass man eine Rückfälle hat, gerade wenn man so eine Gewohnheit ändern will, weil ich mich letztes Jahr das ganze Jahr danach verhalten habe, so hoffentlich war das gut genug und alles. Genau. Und deswegen ist das auch völlig okay. Aber ich will jetzt wieder einfach zurück in meine Energie, gerade fürs Kreieren. Und weil ich merke, dass mein Fokus einfach nicht mehr da ist, wenn ich die ganze Zeit Gefühl habe, ich muss doch irgendwas machen. Ich habe das für die Schule noch nicht gemacht und das habe ich noch nicht gemacht. Und ich dann später schlafen gehe, dann habe ich nicht genug Schlaf. Dann kannst du es am nächsten Morgen eh knicken. Und deswegen wollen wir jetzt wieder zurück zu einer energievollen Carina, die weiß, was sie will und an ihren Zielen und Träumen arbeitet. Wobei ich gerade für Business und alles richtig motiviert bin, muss ich sagen. Also wir legen jetzt erstmal los und dann schreibe ich erstmal meine To-Do-Liste komplett auf. Das hilft mir super, alles aus dem Kopf zu bekommen, alle Gedanken einfach mal runter, raus und irgendwie sortieren. Ich habe jetzt mittlerweile meine To-Do-Liste sortiert, habt ihr ja gesehen auf meinem Laptop, und habe auch in meinen Kalender alles eingetragen, was ich jetzt noch nicht eingetragen hatte, in Hausaufgaben zum Beispiel und meine Termine, dass ich da auch wieder auf Vordermann bin quasi. Und jetzt habe ich hier noch mein Tagebuch geholt. Das ist so mein Personal Growth Journal eher, also mein richtiges Tagebuch jetzt nicht, und mein Erfolgsjournal. Und die werde ich jetzt endlich mal fortführen, weil ich das in der letzten Zeit eben auch vergessen habe. Das heißt, ich habe so ein bisschen alle meine Routinen über Bord geschmissen, zu wenig geschlafen und Hauptsache irgendwie das Nötigste gemacht an Schule etc. Aber halt nicht so die Dinge, die förderlich für meine Energie sind quasi. Und deswegen werde ich jetzt einmal eine Worry Time machen. Und zwar ist das Prinzip so, dass man hat ja voll oft irgendwie die ganze Zeit die gleichen Sorgen so im Kopf und zerdenkt die und dralala. Und deswegen macht man sich einfach eine Zeit aus, zum Beispiel 10 Minuten oder 15 Minuten, setzt einen Timer und dann schreibt man alle Sorgen einmal raus. Wirklich, alle Sorgen kommen da jetzt gleich einmal rein. Oder alle negativen Gedanken, irgendwie was im Kopf gerade ist. Und danach verschwinden die und man blendet die einfach aus dem Kopf und sagt, okay, stopp, jetzt, wir denken nicht weiter drüber nach, das ist schon rausgeschrieben, das steht da, alles gut. Ich brauche nicht weiter drüber nachdenken quasi. Und ich mache das super gerne, gerade wenn mir alles zu viel wird, einfach alles mal kurz rausschreiben, vielleicht eine Runde heulen und dann ist auch schon wieder besser. Und es darf auch sein, das ist überhaupt kein Ding von Schwäche oder irgendwas. Du bist trotzdem noch genauso stark und das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber einfach alles mal kurz loswerden, dass man wieder einen klaren Kopf bekommt und wieder weitergehen kann.
braucht man manchmal einfach. Deswegen werde ich da jetzt alles runterschreiben. Und in meinem Erfolgsjournal will ich mir nochmal anschaulich machen, was ich die letzten Wochen denn so erreicht habe. Und dass die vielleicht gar nicht so schlecht waren, wie ich sie mir einbilde irgendwie und so unproduktiv. Sondern dass ich einiges geschafft habe, weil ich habe eine Zeit lang da nicht mehr eingetragen. Deswegen werde ich das jetzt machen. Und das wird mir, glaube ich, und meiner Energy schon sehr helfen. Ich habe jetzt noch kurz Englisch-Vokabeln gelernt und noch was auf Insta veröffentlicht und auf jeden Fall das andere auch noch gemacht, was ich euch gesagt hatte. Und morgen geht es dann weiter mit Energy wieder hochpushen. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem 18. eingeladen, habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe ein bisschen was aus dem Ausschnitt an, aber eine Jacke drüber, also werde ich die wahrscheinlich die ganze Zeit zumachen, weil ich das irgendwie nicht so mag. Ich bin mega müde, aber ich werde da jetzt trotzdem hingehen und wahrscheinlich dann nicht so lange bleiben und morgen auf jeden Fall ausschlafen. Ich brauche unbedingt Schlaf, so ich merke das so krass, dass mir die Energie fehlt. Und ja, wir gehen jetzt mal los und ich hoffe oder denke auch, dass es ein schöner Abend wird. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Morgen. Wir haben jetzt schon kurz vor 11. Ich war gestern doch noch länger weg als gedacht. Mein Schlaf war so mäßig, weil ich wollte jetzt doch nicht 8 Stunden komplett schlafen, weil ich dann irgendwie bis um 11, halb 12 geschlafen hätte und das wäre mir eindeutig zu lang. Also ich bin so um 10 aufgewacht, habe dann schon TikTok hochgeladen, war ein bisschen aktiv auch auf Social Media und jetzt habe ich meine Haare geklettet, habe mich umgezogen, habe meine Zähne schon geputzt und alles und werde mich jetzt kurz fertig machen und dachte, ich lasse die Kamera ein bisschen dabei laufen und dann werden wir uns erstmal Me-Time nehmen, obwohl heute eine richtig lange To-Do-Liste ansteht. Aber ich habe mir Me-Time als Prio gesetzt, weil ich brauche das einfach jetzt heute mal. Weil die letzte Woche irgendwie auch so meine Energy eben halt einfach nicht da war. Deswegen werde ich mir die Zeit nehmen und kurz was Schönes für mich machen. Ein bisschen rausgehen, spazieren gehen wahrscheinlich. Dann werden wir uns langsam an die To-Do-Liste begeben. Aber ich nehme euch, wie gesagt, davor noch mit bei so ein paar Dingen, die mir helfen, einen besseren Tag zu starten. Mir hat das jetzt zum Beispiel voll geholfen. Okay, theoretisch Handy wäre jetzt vielleicht nicht die beste Option. Man hätte jetzt auch was lesen können oder so. Ja, also Handy weglegen ist eigentlich immer eine ganz gute Sache, wenn es einem nicht so gut geht. Und sich wirklich mal auf sich zu fokussieren, was in seinem Kopf gerade abgeht und nicht von irgendeiner Musik oder so abgelenkt sein, weil das passiert sehr gerne und sehr schnell. Genau. Also einfach mal in seiner wirklichen Welt zu sein, ob das gerade wirklich so schlimm ist oder ob man einfach nur diese Musik gerade so voll into it ist und irgendwie nicht mal mehr klar denken kann. So, ich weiß nicht, mir passiert das recht oft, dass ich abends denke, wenn ich so in meinem Bett liege, jo, so krass ist das gar nicht oder was jetzt eigentlich mit mir ist. Also alles außen ausblenden und erstmal auf seine eigenen Gefühle achten. To sum it up. Und gleich öffnen wir noch einen Adventskalender. Und ich will noch ein bisschen mehr Dankbarkeit gerade reinbringen. Das heißt, wir werden auch noch kurz Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Weil das hilft mir auch total, wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, was ich eigentlich alles in meinem Leben habe. Und wirklich dankbar zu sein dafür und die einzelnen Dinge zu schätzen. Weil was ich jetzt so über die letzten Jahre von meiner Mental Health halt auch gemerkt habe, ist einfach, wenn ich die Dinge nicht so schätze und alles als so selbstverständlich ansehe und nicht als mega besonders oder dass ich mega dankbar dafür bin, dann komme ich eher in diesen Mut von, okay, was soll das hier und warum und ja, ist doch eh alles blöd oder so. Deswegen hilft da Dankbarkeit echt immer voll, sich bewusst dankbar für Dinge zu werden. Ich schminke mich jetzt mal fertig und wir sehen uns gleich wieder. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ich habe mir jetzt die Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Eigentlich nehme ich da mal so 3 ungefähr. Ich habe jetzt extra mal mehr aufgeschrieben, weil ich das schon länger nicht gemacht habe und das gerade halt einfach für meine Stimmung brauche. Also ihr sollt euch da nicht eingeschränkt fühlen, aber ich rate mal so 3 schon aufzuschreiben. Und jetzt werden wir kurz rausgehen, eine Runde spazieren, bevor es dann wirklich an die richtigen To-Dos geht. Wir haben jetzt schon 11:30. Aber es bringt auch nichts, wenn ich mir jetzt Stress mache und irgendwie sage so, jo, wir haben 11:30 und der Tag ist schon halb gelaufen. So, nein, ist er nicht. Du kannst arbeiten, wann du willst und produktiv sein.
Deswegen gehen wir jetzt mal raus, das Wetter ist ganz okay, und machen einen kleinen Dezemberspaziergang. Ihr habt vorhin gesehen, wie ich mir noch was zu essen gekocht habe. Also Soul Food geht auch einfach immer, wenn es einem nicht so gut geht. Und sonst einfach auch mal einen Tag Pause gönnen. Einfach einen ganzen Tag Fernsehen gucken. Bei mir ging es jetzt, aber sich einfach mal einen Tag gönnen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was machen, meine To-Do-Liste versuchen, soweit es geht, abzuarbeiten. Aber morgen ist auch noch ein Tag, den kann ich auch noch nutzen sonst dafür. Bio habe ich jetzt auch nicht ganz fertig gemacht, das Plakat. Das ist alles gut, aber seid einfach nicht so streng mit euch. Ihr dürft auch mal einen Tag nichts machen, so, das ist nicht schlimm, überhaupt kein Ding. Genau, deswegen einfach mal die Lieblings-Netflix-Serie schauen oder irgendeinen Film anmachen oder so. Das hilft einfach unglaublich. Oder halt eben lesen zum Beispiel. Und das sind so die Basic-Sachen, die ich jetzt immer mache, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich einfach höhere Energy brauche. Und es geht mir jetzt auf jeden Fall wieder besser. Natürlich, manche Dinge ziehen sich einfach länger oder ein Stressgefühl. Ich brauche jetzt einfach auch Ferien. Das wird nächste Woche sich schon legen und ich nehme einfach viel Zeit für mich. Und es ist auch okay, wenn man sich mal nicht so fühlt, gerade jetzt in der Winterzeit. So, macht euch da keinen Stress, aber gönnt euch, wie gesagt, Pausen. Schaut, dass ihr es so macht, dass es euch gut geht. Und ihr dürft jetzt super gerne auch in den Kommentaren noch reinschreiben, was ihr immer macht, wenn es euch nicht so gut geht. Also wie gesagt, lasst es gerne da, dann haben wir so ganz viele Tipps untereinander. Finde ich richtig cool. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!